Schwimmhalle West fertig saniert. Am Samstag öffnet die Schwimmhalle West in der Hans-Driesch-Straße wieder ihre Türen. Nach 5-monatigen Sanierungsarbeiten wurden die Hallendecke, der Beckenumgang sowie die Sanitär- und Umkleideräume erneuert. Das undichte 25-Meter-Becken wurde ebenfalls teilsaniert. Außerdem fanden in allen Bereichen Maler- und Fliesenarbeiten statt. Auch Joachim Hellwing von der Sportbäder Leipzig GmbH freut sich, dass der Badebetrieb wieder aufgenommen werden kann. Gut 90.000 Badegäste im Jahr nutzen diese ja relativ kleine Schwimmhalle. Und davon überwiegend Schwimmsportler vom SSV Leutsch und von TSV Leipzig 76. Und die freuen sich natürlich, dass es weitergeht. Die mussten bis jetzt in Ausweichschwimmhallen und mussten Einschränkungen hinnehmen. Klar, die freuen sich. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass wir die Öffnungszeiten für unsere individuellen Badegäste verlängern, sodass also der individuelle Bader ein paar Stunden mehr in der Woche hat, wo er die Schwimmhalle nutzen kann. Die Arbeiten an Leipzigs Schwimmhallen werden allerdings nie ganz abgeschlossen sein, wie Joachim Hellwing betont. Ja, also wir betreiben 8 Schwimmhallen, davon 6 von diesen Typenschwimmhallen, wie wir sie hier haben, und 5 Freibäder. Ja, und diese Sanierungen gehen natürlich weiter, das endet in solchen Schwimmhallen nie. Im nächsten Jahr ist die Schwimmhalle Nordost in Schönefeld dran, auch dort wollen wir eine ganze Menge machen. Insgesamt kosteten die Renovierungsarbeiten an der Schwimmhalle ca. 390.000 Euro.